Moin Moin und damit herzlich willkommen zu einer kleinen Ankündigung zu den nächsten Folgen. Lasst euch da bitte nicht verwirren. Wir haben einmal eine Runde mit 5 Leuten und eine Runde mit 2 Leuten. Ragnar, Heldenmund Ogil schon, der Einbrecher, der Dieb, der Barde, konnte am Sonntag leider nicht spielen. Und dann hatten wir sonst ein bisschen unterhalten. Und dann hieß es ja, ich würde sowieso ganz gern mal einen Einbruch planen und dann irgendwo rumschleichen und ja, sich verstecken und sowas. Und da habe ich gesagt, jo, alles klar, dann plane ich dir sowas. Und dann hieß es, dass der Ritter mitkommen möchte, also ja dann. Und da habe ich gesagt, jo, okay, dann kann ich das ein bisschen anders planen. Seid euch da gewiss, ihr werdet dann wirklich dann auch die Sneaky Talente brauchen. Also wenn du halt sowas haben willst, dann baue ich dir auch was. Dann nehme ich auch keine Rücksicht auf Jarlan, der dann als Ritter in einer Blechdose steckt und nicht schleichen kann. Das muss ihm dann bewusst sein. Hat aber auch gesagt, ist okay, ich lerne dann noch ein bisschen schleichen und sich verstecken und dann komme ich halt trotzdem mit, weil interessiert mich auch. So, kurz zum Ablauf. Wir haben Sonntag normalerweise gespielt. Sonntag waren, wie gesagt, diese 5 Leute dabei. Und am Samstag, also einen Tag vorher, waren dann die 2 Leute dabei. So wie ich das jetzt hinschneide, ist es nicht chronologisch gespielt oder er spielt, sondern ich werde es chronologisch inventorisch bauen. Das heißt, die ersten 4 Runden ist dann der restliche Tag vom fünften Hesinde. Wenn der fünfte Hesinde durch ist und sie sich schlafen legen, dann kommt die Solo-Runde am frühen Mitternacht am sechsten Hesinde. Das heißt, dann schiebe ich diese Solo-Runde ein, da haben sie sich dann 5 Parts lang vergnügt. Und nach diesen 5 Parts kommt dann wieder der sechste Hesinde früh morgens. Das sind dann wieder die 5 Leute, die dann weiterspielen. Aber lasst euch da nicht verwundern, wir haben an diesem Sonntag eine 10-minütige Pause gemacht und wir haben das an einem durchgespielt. Ich habe dann da aber dann nach dieser Pause die Ereignisse mit den anderen erzählt, die dann am Samstag schon passiert sind. Und Jalan wusste natürlich schon, was passiert. Weil er das einen Tag vorher schon gespielt hat. Also er wusste das, dass er dann in der Nacht einbrechen wird. Und naja, damit es da dann eben nicht zu irgendwelchen Brüchen kommt, habe ich halt Jarlan gesagt, du darfst halt einfach am fünften Hesinde nicht sterben. Am sechsten Hesinde ist es okay. Also nach der Pause kannst du meinetwegen draufgehen, das ist okay. Aber am fünften Hesinde darfst du eben nicht dich mit irgendwelchen Söldnern anlegen und dann sterben, weil dann bist du halt schwer verletzt und kannst die nächtliche Aktion einfach nicht bringen. Dadurch wäre das ein Spielabend gewesen, der nicht kanonisch gewesen wäre. Aber ja, okay, das ist jetzt auch kein Spoiler. Jarlan wird am fünften Hesinde nicht sterben. So häufig kommt das bei mir ja auch nicht vor. Und dadurch, dass er nicht gestorben ist, nicht verletzt wurde, konnte ich dann diese Solo-Runde kanonisch einbinden. Und nach diesen 5 Runden geht es dann, wie er sagt, weiter mit den 5 Leuten. Das nur, wie gesagt, jetzt diese kleine Ankündigung. Ich wünsche euch auf alle Fälle viel Spaß mit den Folgen. Die sind gut. Die sind. Also ich finde sie richtig lustig. Da ist für alle irgendwie was dabei und auch gerade jetzt diese Solo-Runde in diesem Castle Crawl. Das ist richtig cool gewesen und die haben da mitgefiebert. Ich habe ab und zu mal diese Bilder eingeblendet, wie die Spieler das sehen und wie ich es sehe als Spielleiter. Da ist für mich der Kriegsnebel ja natürlich immer durchsichtig, transparent. Ich weiß eben, was hinter dem Kriegsnebel liegt als SL. Aber wenn dieser Nebel dann komplett schwarz wird, dann wisst ihr, okay, das ist dann halt diese Sicht für Spieler und die sehen dann halt auch einfach nichts. Die wissen nicht, welche Token sich wo wie befinden und was dahinter liegt. Und dementsprechend ist so ein Castle Crawl mit dem Kriegsnebel unglaublich spannend. Und die hatten richtig, richtig einen Stift in der Hose sitzen. Alles klar. Ich wünsche euch viel Spaß.